Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich bin heute an diesem herrlichen Frühlingstag raus, um euch wieder eine Kleinigkeit aus meiner Ausrüstung zu zeigen. Wie der Titel schon sagt, handelt es sich dabei um so eine Abspannhilfe hier für Tarps, für Zelte, für Bodenplanen. Niemand von euch hat was anderes erwartet. Ja, ein total nützliches Teil gehört bei mir immer zur Ausrüstung dazu. Ich lade euch ein, mich zu begleiten. Los geht's! Wie sehen die Clips aus und was macht man damit? Im Wesentlichen sind es zwei Kunststoffteile, die man so ineinander stecken kann. Im Auslieferzustand ist da noch ein ganz feines Blättchen dazwischen. Wenn das nicht drin ist, tut es aber der Funktion keinen Abbruch. Der Riesenvorteil von diesen Clips ist, dass ich mir einen Abspannpunkt dort herrichten kann, wo ich das brauche. Und zwar ohne, dass ich das Teil, das ich abspannen möchte, noch zusätzlich mit Ösen oder Schlaufen versehen muss. Wenn ihr eine Öse nachträglich in eure Bodenplane oder in euer Tarp einbringt, dann schafft ihr euch im Grunde genommen immer einen Schwachpunkt im Material, an dem die Gefahr besteht, dass das Tarp oder die Plane dann ausreißt. Ihr könnt euch natürlich Schlaufen ans Tarp oder an die Bodenplane nähen, aber die bringen zusätzliches Gewicht mit sich. Und außerdem sind die Schlaufen einmal dran genäht, wiederum genau an der Stelle, wo ich sie eben angenäht habe. Und beim nächsten Einsatz brauche ich die vielleicht ganz woanders. Es gibt diesen Trick, wo ich einen Gegenstand einfach unter die Plane oder unter das Tarp stecke, das mit einem Paracord umwickle und dann damit mir einen zusätzlichen Abspannpunkt schaffe. Das ist eigentlich eine feine Sache und eine tolle Notlösung, aber es geht auch nicht überall. Insbesondere dann, wenn ich mir mehr Raum unter meinem Tarp schaffen möchte, also das Dach oder die Decke nach hinten raus, nach hinten oder nach oben rausziehen möchte, kann ich das, wenn ich allein bin, kaum realisieren. Dann muss ich das vorher machen, also vorher diesen Gegenstand quasi einbinden, weil hängt das Tarp mal, ist es unglaublich schwer, weil ich nicht gleichzeitig auf beiden Seiten sein kann. Auch beim Zelten können diese Clips super nützlich sein. Man kann die Wände des Zelts so ein bisschen mehr ausstellen, kriegt damit mehr Luftzirkulation um das Zelt und verhindert somit Kondensation. Wenn man sich die Clips neu kauft, dann befindet sich auf der Fläche, mit der die Plane oder das Tarp eingeklemmt wird, wie so eine Art Widerhakenstruktur. Die habe ich bei einigen von meinen Clips abgefeilt, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass das Material angreift. Also das funktioniert auch ohne diese Widerhaken eigentlich ganz gut, weil ja, die Plane immer fest verklemmt wird. Aber ich denke, je nachdem, was man da einspannt, spielt es keine Rolle, kann man diese Widerhaken auch lassen. Ich habe jetzt hier als Beispiel mein ganz einfaches Tarp mit, das hat von Haus aus 4 Abspannpunkte, ist so rautenförmig und das nehme ich eigentlich ganz gern her, wenn ich mit der Hängematte unterwegs bin. Aber jetzt als Beispiel ist es nicht schlecht zu demonstrieren. Ich habe es jetzt an 3 Punkten abgespannt, am Baum hinten und hier links und habe jetzt diesen 4. Abspannpunkt und könnte den theoretisch hier setzen und habe dann aber viel Luft noch unterm Tarp. Und wenn ich das in dem Fall nicht möchte, um zum Beispiel weniger Windangriffsfläche zu bieten, dann kann ich jetzt einfach hergehen und kann mir einen beliebigen Abspannpunkt neu setzen. Beispielsweise jetzt hier. Ich schlage das einfach um, befestige den Clip und jetzt habe ich einen neuen Abspannpunkt und kann das Tarp viel kompakter setzen, als es vorher der Fall war. Und das hält wirklich bombensicher. Je mehr Zug ich da drauf gebe, desto mehr hält es. Hier habe ich jetzt gerade den entgegengesetzten Fall. Ich möchte mir mehr Platz unterm Tarp machen. Deswegen habe ich jetzt einen Teil des Tarps
rausgespannt. Jetzt habe ich innen mehr Volumen, mehr Platz. Ja, eine Anwendung habe ich noch nicht erwähnt. Zwei dieser Clips habe ich eben immer mit dabei auf Tour in dem Beutel für Abspannleinen und Kabelbinder. Und wenn ich Wäsche wasche, verwende ich die auch ganz gern mal als Wäscheklammernersatz. Wirklich ein interessantes Teil für alle, die mit dem Zelt, mit dem Tarp unterwegs sind. Auch für Leute, die sich vielleicht selber einen Tarp bauen möchten und noch überlegen, wie sie das machen mit den Abspannpunkten. Wie gesagt, es gibt eine Lösung, da braucht ihr euch da keinen Kopf machen. Klar, die Hauptabspannpunkte, die kann man ja immer setzen, aber das hier ist wirklich eine gute Erweiterung. Gestern habe ich auch einen Film gesehen von Ben, von einem Mann im Wald, der sich mit einer Rettungsdecke irgendwie einen Shelter gebaut hat. Auch für das könnte man so Clips hier prima einsetzen. Ja, und wenn euch mehr einfällt oder ihr schon Erfahrung habt mit den Dingern, dann würde ich mich über einen Kommentar freuen. Ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ihr konntet für euch was mitnehmen. Geht raus, das Wetter ist jetzt gigantisch. Ich freue mich auch, dass es jetzt bald losgeht wieder mit den Touren. Ich würde mich freuen, wenn man sich bald wieder hier auf dem Kanal sieht. Bis dann.